Moinsen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Hannover Defenders. Wir haben unseren Handcase mit Musik, auch Wolle genannt, in seinem WZ-132A auf der Karte Prokhorovka am Start. Ich muss zugeben, ich habe von dem Gefecht bis jetzt außer den Stats, den Gefechtsauswertungen, wie es andere Leute auch nennen, die Aftergame-Stats, noch nicht viel gesehen, aber das scheint ein sehr interessantes Gefecht zu werden. Wolle fährt hier auf den Auftrag, 5000 Schaden für die eigenen Leute zu spotten. Und dann schauen wir mal, was er hier so anstellt. Sucht hier gleich erstmal den Weg auf die linke Flanke. Klärt hier auch gleich den gegnerischen Scout auf. Der ihn anscheinend noch nicht sehen kann. Immer noch nicht? What? Okay, Wolle kann sich hier schön beherrschen. Also entweder ist die Crew von dem anderen Scout einfach nur Müll, oder Wolle, deine Crew ist der Oberhammer. Das würde ich jetzt gerne mal sehen, aber gut, sei es drum. Der gegnerische Scout ist Geschichte. Wolle hangelt sich zum nächsten Gebüsch nach vorne. Okay. Keine Ahnung, was du da jetzt links gesucht hast. Da ist er offen. Fährt hier weiter nach vorne, um vielleicht dann doch den einen oder anderen noch aufzumachen. Da hinten, WZ 111. Boah. Na, Glück muss der Mensch haben. Sucht jetzt erstmal die Flucht in Richtung Mitte, um dort eventuell noch was aufzumachen. Oh, das ist natürlich schön zu sehen, ne? Wenn man was aufmacht und dann auch gleich das Ziel dann dementsprechend beschossen wird. Ist ja heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich. Was haben wir da in der Mitte? E100 AFK. Boah, Wolle, jetzt bist du aber mutig. Echt jetzt? Du hast doch... Haben die dich noch nicht gesehen? What the fuck? Alter, also die Crew würde ich ja gerne mal sehen von deinem WZ hier. Der Typ schwer, keiner sieht, ne? Und hier fliegt auch schon ordentlich Schaden durch die Gegend. 3500 mittlerweile schon gespottet. Aller Achtung. Schön, wenn das eigene Team dann auch so mitspielt. 4000 sind es mittlerweile geworden. Ich wäre schon da unten geplatzt mittlerweile mit meinen Scouts, aber puh. Ja, E100 ist natürlich free, klar. Auch die rechte Seite fängt mittlerweile an, nach links zu feuern. Artillerie hält auf den E100 drauf. Typ 4 ist mittlerweile geplatzt. Da die gegnerische Artillerie. Versucht zu flüchten. Boah. Mittlerweile ist Wolle anscheinend auch offen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Nimmt jetzt hier erstmal den GWE 100 raus. Ja gut, die Spotarbeit vom E100 wird ja trotzdem gemacht. Ne? Da ist die andere. Aber Wolle, da ist noch ein TD in der Nähe. Bringt sich hier halb selbst um die Ecke. Okay. E100 wird noch mitgenommen. Die Badjet-Artillerie allerdings immer noch auf Wolle fokussiert. Oh, da das Objekt. Das hätte jetzt auch gut und gerne dein Ende sein können. Das war's dann. Ach, so viel Glück kann man doch gar nicht haben, oder?
Da haben jetzt die Teammates im Wolle erstmal ordentlich den Arsch gerettet. Nebenbei hat er noch den Centurion oben auf dem Bahndamm aufgemacht. Ja, das war jetzt Luck. 7454 Damage gespottet. 1025 selbst verursacht. Das kann sich doch schon mal ordentlich sehen lassen hier. Alle Achtung. Meine Herren. GWE, sage ich schon. Jagdpanzer guckt da böse an. Wird vom SDB-1 rausgenommen. So, und wieder nach vorne. Da ist der Centurion. Guckt noch nicht mal in seine Richtung. Kann hier noch einen schönen Treffer an die untere Wanne anbringen. Und die Damage-Uhr läuft für den Spot. 8000 Damage gespottet. Super. Ja, so einen Scout möchte man dann doch öfters mal in seinem Team haben. Oft versucht man es ja als Scout, das gegnerische Team so früh wie möglich aufzumachen, um Fahrwege halt eben aufzuzeigen. Und das Schlimme daran ist, oder das Schlimmste für einen Scout ist dann in dem Fall, du machst alles auf und es kommt kein Schuss. Das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Macht hier nochmal schön den Centurion auf. Klar, geht dadurch selbst auf. Jetzt muss er aufpassen, dass ihm die Badshot-Artillerie nicht hier das Spiel versaut. Aber ich glaube, die hat schon dreimal geschossen oder so. Bin mir da jetzt gar nicht so sicher, ob die Neuner jetzt nicht auch schon ein Autoloader ist. Oh. Waffenträger hier schön mitgemacht. Nimm den Centurion raus. Ah, und da ist es passiert. Badshot Artillerie steht noch auf der rechten Seite. Schade. Aber hey, 8483 Schaden gespottet und 1700 selbst gemacht. Das ist doch in Ordnung. Das kann man so stehen lassen. So, Wolle. Zuallererst mal herzlichen Glückwunsch zum Ace Tanker. Und zu dieser grandiosen Spot-Arbeit. 8483 Spot-Damage sind es letzten Endes geworden. 1716 hast du dann noch selbst rausgehauen. 8 Schuss hast du abgegeben, 6 davon sind durchgegangen. Aber ich glaube, der eigene Schaden steht bei dieser Spot-Arbeit ganz, ganz weit hinten. 3760 Erfahrung und richtig schön Asche gab es auch noch obendrauf. Alles in allem ein wunderbares Spiel. Dein Team wird sich wahrscheinlich auch bedankt haben in irgendeiner Art und Weise und in Form von Kommentaren. Zu deiner Crew würde mich wirklich mal interessieren, wie die ausgebildet sind, weil das habe ich noch nicht gesehen, dass der gegnerische Scout so nah an einem rumtigert und einen nicht sieht. Vor allen Dingen, wenn man auch noch aus dem offenen Feld kommt. Hast du super gemacht. Ruhig öfter solche Videos. Gute Scout-Videos sind mittlerweile auch selten geworden. Vielen herzlichen Dank fürs Einsenden von deinem Replay. Euch anderen danke ich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Und ich verabschiede mich. Bleibt anständig. Bis zum nächsten Mal. Euer Toppi. Yeah.